und Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie man Sporenabdruck herstellt. Ich verlinke euch das Video hier mal. Heute zeige ich euch, wie ihr mit dem Sporenabdruck eine Sporenspritze herstellt, mit der ihr dann euer Substrat beimpfen könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Sporenabdruck, eine Spritze, ein Skalpell, ein Glas mit passendem Deckel, eine Glasschale, destilliertes Wasser und wenn die Spritze fertig ist, zum Verschließen einen Kombistopfen. Bevor ihr anfangt, müsst ihr wie immer euren Arbeitsplatz desinfizieren und euer Arbeitsmaterial zurechtlegen. In dem Fall ist es auch sehr gut, wenn ihr euch auf euch selbst vorbereitet und wenn ihr die Möglichkeit habt, in einer Glovebox zu arbeiten, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Habt ihr eine Flow zu Hause, ist es natürlich noch besser. So seid ihr gut ausgestattet. Allerdings sieht es ziemlich aus, deswegen werde ich für das Video jetzt darauf verzichten. Zuerst müsst ihr das Wasser, das ihr für die Sporenspritze hernehmen wollt, 10 Minuten in der Mikrowelle sterilisieren. Dazu gebt ihr es in das Glas, deckt es mit dem Deckel ab und dann ab in die Mikrowelle. Die Mikrowelle eignet sich besonders gut, weil durch die Strahlen die Keime abgetötet werden und das destillierte Wasser nämlich deswegen, weil es von Natur aus schon weniger Keime enthält. Wenn das Wasser ausreichend lange gekocht hat, solltet ihr es in der Spritze aufziehen. Ich empfehle auf jeden Fall, eine neue Spritze herzunehmen und keine zu sterilisieren, wie man es für viele Internetforen sieht. Die kosten nicht die Welt und ihr senkt das Risiko von Kontaminationen ungemein. Schaut einfach mal bei mir im Onlineshop auf fungino.de rein und seht selber, das lohnt sich auf jeden Fall, da jedes Mal eine neue Spritze herzunehmen. Ihr wollt ja damit auch Pilze züchten. So, fertig. Jetzt muss das Wasser auf Zimmertemperatur abkühlen. Wenn das Wasser in der Spritze ausreichend abgekühlt ist, kommt der nächste Schritt. Und jetzt kommt es darauf an, dass ihr wirklich so steril wie möglich arbeitet. Nicht wie ich hier, ohne Mundschutz, ohne Handschuhe. Das funktioniert im wahren Leben nicht. Ihr müsst jetzt den Sporenabdruck vorsichtig aufhalten. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Und jetzt mit dem Skalpell ganz vorsichtig die Sporen abkratzen. So, noch ein bisschen mehr. Das reicht auch schon. So, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. So. Jetzt kommt das Wasser aus der Spritze da drauf. Einmal umrühren. Wieder einsaugen, fertig. Deckel drauf. Bevor ihr die Spritze einsetzt, solltet ihr 4 bis 5 Stunden warten, damit die Sporen ausreichend Zeit haben zu rehydrieren. So, das war's auch schon wieder. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du meinem Kanal folgst, erfährst du in einem meiner nächsten Videos, wie du mit dieser Sporenspritze Substrat beimpfen kannst. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.